Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Sim Settlement 2 in Fallout 4. Ja, der junge Mann ist aufgetaucht und er hat nur gemeint zu uns, sie sind wahrscheinlich die Person, die ich suche. Und wir fragen jetzt, ist es leider auf Englisch? Es gibt noch keine deutsche Übersetzung, weil es halt noch neu ist. Ja, wir fragen einfach mal, kann ich dir helfen? Can I help you? I heard your radio broadcast. Sounded as if you were starting some kind of settlement. Is that about the right of it? Ja, das stimmt. Wir wollen bauen. That's right. Well, in that case, I've got something you might be interested in. Here, catch. Okay. Ein Asam-Sensor. Sehr schön. It's called an ASAM sensor. If you're going to be building settlements, these things are what you'll want to use. Ja, erzähl weiter. Okay. Care to elaborate? Ah, da werden jetzt ein paar Pläne unlock gemacht. Sehr schön. I think a demonstration is in order. Place that ASAM down on the ground somewhere. Go ahead. Any old spot will do. Nothing like quality assurance testing. Okay. Wieso im County Crossing? Also nicht hier. Wieso das? Kennst du die Farm, die von Ghoulen bestellt wird? Wahnsinn, oder? Ja, von mir aus, dem County Crossing, also, weil er da als erstes aufgetaucht ist, wahrscheinlich. Ich hatte, habe ich glaube ich erzählt oder nicht? Ich habe ja Charakter beim County Crossing und er ist dort aufgetaucht. Bin aber schnell nach Sanctuary, weil ich dachte, ein Sanctuary wollen wir bauen. Okay, bauen wir eins in County Crossing einfach, um das Tutorial zu starten. Ein Häuschen. Ja. Ich hoffe, unser Gesicht ist wieder normal, aber nein. Okay. Wo bauen wir das denn hin? Ich habe einfach so Betten hier hingehauen. Okay. Na, es baut sich langsam auf. Ich leg mich nochmal schlafen. Vielleicht geht da mein Gesicht weg. Und vielleicht taucht er ja auf. Deswegen haben wir so lange gewartet. Es war ein Country Crossing und ich bin abgehauen. Sicht ist immer noch Müll. Okay. Ah, jetzt ist das Menü da. Also das ist ein Tisch. Wahrscheinlich für Rise of the Commonwealth kann man das nutzen. Residentenplots. Im Moment haben wir noch zwei. Dann hier Ressourcen. Da weiß ich noch gar nicht, für was sie gut sein sollen. Box. Small Blue Crate, Junk Storage. Ob da die Siedler selber was reinmachen, Geld oder was weiß ich, keine Ahnung. Gibt es verschiedene, es gibt ganz große. Dann gibt es hier Plattformen. Die ist ja riesig. Mein lieber Scholli.
Ja, in Stein und auch nochmal Riesenstein. Dann haben wir hier verschiedene Fundamente. Zum Beispiel das irgendwie anpassen in eine Gegend. Was gerade ist oder so. Oh, ein Riesenteil. Irgendwelche Ecken. Ich weiß nicht, ob ich das jemals benutzen werde. Dann hier sowas. Keine Ahnung. Hier auch Erde. Verschiedene Teile. So ein Fundament. Dann Sand. Ah. Für Nordhagen Beach. Damit das sich am Pass eben aussieht. Ah, okay. Dann nehmen wir doch hier schon mal was. Was hier im Pass irgendwie. Oh. Wieso? Bin ich zu weit weg? Ich glaube, ich habe eine Mod aus Versehen deinstalliert. Die Größe macht. Jetzt komme ich immer im Baumenü. Wieso? Jetzt? Hallo? Ach so, wahrscheinlich deswegen. So. Wir wollten einfach mal so einen Untergrund uns ansehen können. Dann bauen wir das hier hin. Gut, da ist er auch. Congratulations! You've made the smart move of choosing Rockybrand ASAP sensors for your city planning needs. Unlike other less reliable multi-purpose sensors, Rockybrand ASAP sensors offer the level of versatility and connectability that you deserve. Rockybrand ASAP sensors, America's number one sensor solution. Nicely done. Don't mind the ASAM, it's just scanning the area for materials. Now for this next part, I'm gonna pretend to be a settler. Just come to work for you. So just play along, all right? Boy, I sure am glad I found this settlement to live in. But oh no, there are no homes available. And I don't know how to build one myself. I guess I'll just have to rely on whoever runs this place to build a home for me. What? What? Hey, come on, play along. But wait, what is this? Why, it's an ASAM! Just the thing I need! Playing along? What do you need it for? That is a great question. You see, with an ASAM, there's no barrier for entry when it comes to building something. All I'd need to do is follow the step-by-step instructions provided by the ASAM. Here, let me show you. Once you've placed down a sensor, your role in the construction is pretty much done. Just about anyone in the settlement can claim the area and start building for themselves. Directions that the ASAM provides are so easy to understand, even a savage could do it with no problem.
Just one more nail, and finished. A man's home is his castle, and no one understands that better than Robco. Our ASAM sensor technology offers citizens unrivaled freedom of DIY home design. Built using locally sourced materials and designed via our patented dynamic easy build roofing software. With Robco brand ASAM sensors, everyone can have a roof over their head. After all, a warm and dry citizen is a productive citizen. I guess it's a home. Not sure I'd want to live here. And there you have it. A fully built home, ready for habitation by some lucky wastelander. And you barely had to lift a finger. Not too shabby, huh? So now that you've seen what they can do, what do you think? Are ASAM sensors something you might be interested in? Ja, ich bin natürlich sehr interessiert. Yes, I'm really interested. I thought you might be. Unfortunately, right now I only have the one sensor on me. However, I can provide you with more. And once you have more, I can show you even more stuff you could build with them. Homes are just the start. But first, I'm gonna have to ask for a little task done in return. Ja, wie können wir dir helfen? Of course. Just tell me what you need help with. All right, here it is. I got me a workshop in a town called Concord. Nice enough place, fairly quiet. Or at least it was. But just recently, I returned from a trade run to find the entire town overrun by raiders. And now I can't get near my workshop. A small group I could deal with, but there's too many for me to take on alone. So I'm gonna need someone to help take them out. So there it is. That's the job. You help me get rid of these raiders, I'll give you more ASAMs. And show you how to build even more stuff with them. Okay, natürlich, wir helfen ihm. There's no need to worry. I already took care of those raiders. You did? Huh. I need to go check this out for myself. Not that I don't believe you, but, you know, I'll meet you outside of Concord Hardware. Then we can discuss your payment. Ja, er läuft schon mal vor. Ja, wir sollen ihm halt helfen. Und dafür kriegen wir ein paar am Sensor von ihm und er hilft uns weiter, was wir noch alles bauen können. Er ist sehr süß gemacht. Und eigentlich wäre der Startplan Sanctuary gewesen und nicht hier. Deswegen haben wir so lange gewartet, bis er nach Sanctuary kam. Ich habe das Spiel ja, wie schon gesagt, hier gestartet gehabt, weil hier mein letzter Speicherpunkt halt war, mein Exit Safe, und er tauchte hier schon auf. Aber ja, ich würde sagen, das macht nichts. Hat das jetzt jemand, der hier wohnt oder nicht? Nein. Ja. Wer bist du? Jackson. Hier, ein neues Heim. Okay. Okay. Ist zugewiesen? Ich habe keine Ahnung. Hat aber keinen Strom. Gut, ich beende den Part hier. Ich starte das Spiel nochmal neu, damit wir wieder vernünftig aussehen. Wir sehen hier grauenvoll aus. Schnell speichern. Ja, und ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Solange ich einige Siedler habe, werde ich auch immer wieder bauen. Ich habe mir vorgenommen, in der Woche halt Sim Settlement zu bringen. So lange wie es geht mit dem Bauen. Und unser normales Spiel kommt weiterhin im Moment samstags und sonntags. Ich hoffe, es klappt, dass das Spiel die Mods wieder annimmt, die normalen Sim-Settlement-Mods. Die muss ich ja alle deinstallieren. Und ich kann mit Sim-Settlement 2 nicht in mein Hauptspiel rein. Der Grund ist, ich habe einen alten Spielstand von mir mal ausprobiert. Ein ganz alter, wo ich schon gebaut habe. Bin dann, habe dann alles deinstalliert von Sim Settlement und Sim Settlement 2 reingemacht. Und wie es halt so ist, alles hang in der Luft. Verschiedene Teile flogen irgendwo noch oben rum, wo ich nicht dran kam zum Scrappen.
Deswegen, ich hoffe, wir haben ja noch nicht so viel gebaut. Das Sanctuary und Abernethy haben wir, glaube ich, nur gebaut. Dass die zwei wenigstens noch gut aussehen. Wenn wir da demnächst wieder zurückgehen. Wie gesagt, ich muss halt immer dann die Mods installieren. SimSettlement 2 hat jetzt, habe ich vier Mods, glaube ich, installiert. Vier Mods. Gibt es auch im Moment nur. Ja, und ich bin mal gespannt, ob das funzt. Wenn nicht, habe ich mir ins Bein geschossen. Ja, also, ich sage Adios, bis zum nächsten Mal.